99% der Netflix-Filme sind absoluter Schrott. Umso erfreulicher ist es, dass der Schacht 2 überhaupt kommt, weil der erste Film war damals ein riesen Überraschungserfolg und Netflix macht ja irgendwie von den meisten Filmen, die sie produzieren, keine Fortsetzung. Warum auch immer es jetzt genau der Schacht getroffen hat, ich habe mich jedenfalls riesig gefreut, weil ich habe den ersten Teil damals richtig abgefeiert. Ich fand es richtig cool, dass so ein Horrorfilm aus Spanien von Netflix richtig gut funktioniert hat. Ich liebe dieses Klaustrophobische, dieses Abgefahrene, diese, ja, soziale Studie. Könnte man schon fast sagen, war aber doch ein bisschen unsicher, ob man hier was Neues erzählen kann. Und ich war eigentlich den ganzen Film über wahnsinnig happy, bis aufs Ende, das dann wahnsinnig viel kaputt gemacht hat. Aber reden wir da im Detail drüber in der Kritik. Erstmal vorweg, falls ihr der Schacht 1 noch nicht gesehen habt, schaut den bitte unbedingt an, der ist wirklich phänomenal cool. Erinnert ein bisschen an die Cube-Reihe, es ist klaustrophobisch, es ist klein, es ist so ein bisschen, ja, ein Kammerspiel mit einer spannenden Prämisse, die auch viel Sozialkritik zulässt und einem auch viel zum Nachdenken gegeben hat. Deswegen schaut den unbedingt vorher an und das ist auch relativ wichtig, weil der Schacht 2 spielt ja eine gewisse Zeit nach dem ersten und erklärt deswegen die ganze Prämisse, worum geht's, wie ist der Stand, was passiert da alles. Das erklärt er nämlich ein bisschen kürzer, deswegen wäre es super praktisch, davor auf jeden Fall den ersten Teil zu sehen, wo das alles so ein bisschen langsamer erklärt wird und langsamer in Fahrt kommt. Worum es dabei geht, ist natürlich klar, der Film spielt eine gewisse Zeit nach Teil 1, wir wissen nicht genau wieso, aber es gibt auch immer wieder Anspielungen auf den Hauptcharakter aus, Teil 1 quasi, und es dreht sich wieder eigentlich erstmal um so zwei Charaktere, die da auch reingeschmissen werden und erstmal so merken, okay, es gibt hier gewisse Regeln, die die Leute sich gegenseitig aufgestellt haben und es war auch schon der größte Unterschied zu Teil 1, wo alles noch ein bisschen ja wild, barbarisch und auch sehr unmenschlich war, versuchen sich hier die Insassen so ein bisschen mehr zu organisieren im Gegensatz zu Teil 1, was mal mehr, mal weniger gut funktioniert und es gibt halt eben so gewisse Regeln und der Hauptcharakter aus Teil 1 ist quasi sowas wie der Vorreiter davon gewesen, so Menschlichkeit, Nächstenliebe und so weiter, das was da ja eben nicht ganz so gut funktioniert und noch wahnsinnig schwierig ist in diesem vertikalen Gefängnis, wenn ich es nennen darf. Und so startet Teil 2 eigentlich schon ein bisschen schneller und krasser los als Teil 1, wenn dann eben, ja, manche Leute sich nicht an die Regeln halten wollen, andere hintergehen, denen das Essen wegessen und so weiter. Und es wird alles ziemlich schnell sehr krass und auch wieder spannend. Und auch die beiden Hauptcharaktere, von denen kriegt man erst am Anfang halt auch gar nichts mit. Ne? Also man fühlt sich so ein bisschen wie, als wäre man auch in diesem Gefängnis und ist super misstrauisch, wieso die Leute so drauf sind und warum. Fand es aber dann doch sehr cool, weil vor allem der Mann von Anfang an, der hat dann echt einen ziemlich nicen Story-Twist, den ich aus meiner eigenen Vergangenheit kenne. Hat so ein bisschen mit Mathematikformeln zu tun, ist super abgefahren. Und die Frau halt eben auch, auch wenn ihre quasi Storyline erst ein bisschen später richtig losgeht, geht's einfach trotzdem sehr schnell drunter und drüber und auch diese Regeln und so weiter. Und das fand ich schon ganz cool, weil es war einfach nochmal der Schacht, aber doch ein bisschen, ja, neu, man hat sich da ein bisschen mehr so Gesellschaftskritik überlegt, die Leute organisieren sich und so weiter und es funktioniert halt mal mehr, mal weniger. Fand ich sehr, sehr spannend, hat mir auch viel zum Nachdenken gegeben. Natürlich ist der Film dabei trotzdem auch wieder brutal und gewissenlos und auch teilweise ein bisschen eklig, aber gefühlt ein bisschen weniger als der erste Teil. Vor allem der Ekelfaktor, was so das Essen angeht und was Leute damit so gemacht haben, um anderen eins auszuwischen quasi, das ist hier ein bisschen weniger. Es dreht sich dann doch eher mehr um die Charaktere und um dieses sich gegenseitig organisieren, aber ich fand das ziemlich, ziemlich cool. Und habe eigentlich gehofft, dass man da noch so ein bisschen mehr Hintergrundstory mitbekommt, so ein bisschen vielleicht von der Organisation vom Schacht, vielleicht was mit dem Charakter aus Teil 1 passiert ist, weil das Ende super kryptisch war und habe einfach auf ein spannendes Ende gehofft, was ich leider nicht bekommen habe. Denn der Film macht am Ende eigentlich einfach nur noch Teil 1 nochmal, da wird ganz am Ende wirklich, die Spannung wird so ein bisschen dahin getrieben und es ist geil und dann war das Ende einfach nur wahnsinnig enttäuschend, weil es war weder spannend, noch irgendwie super abgefahren, noch hat es irgendwie was Neues erklärt, noch hat es was vom ersten Teil erklärt und das hat für mich dann viel kaputt gemacht, weil ich dachte, wenn man schon einen zweiten Teil macht, obwohl der wahrscheinlich nicht geplant war, hätte man einfach wenigstens so ein bisschen was Neues erklären können, so ein bisschen mehr am Ende vor allem und auch so ein bisschen mehr abliefern können als wir organisieren uns jetzt ein bisschen. Look und Feel ist dabei eigentlich so, ja, wie beim ersten Teil. Es gibt sogar ein bisschen mehr schönere Bilder, so ein bisschen kryptische Sachen auch, die hätten nicht sein müssen. Fand ich trotzdem ziemlich nice. Also, bildgewaltig ist der Film jetzt nicht, aber in dem Sinne, was in diesen Räumen passiert und was für kranke Scheiße da abgeht und wie die Charaktere so abgehen, sieht das alles schon ziemlich cool aus und auch teilweise schon eklig und brutal und auch so Richtung Ende, wenn es mal ein bisschen krasser zur Sache geht, dann tut das schon auch weh und das fand ich auch schon im ersten Teil gut und das hat auch hier der zweite Teil ziemlich
wirklich klasse hinbekommen. Auch die Schauspieler, obwohl ich keinen einzigen davon jemals irgendwo gesehen habe, die liefern einfach, muss ich sagen. Hier gibt es eigentlich wenig, mit dem man arbeiten kann, weil halt immer, es spielt halt die ganze Zeit in diesen Kammern und so weiter und die liefern schon ab. Das sind echt ein paar super abgefahrene Charaktere dabei. Diesmal ein bisschen weniger abgefahren als im ersten Teil, aber trotzdem eigentlich auch relativ vielschichtige Charaktere, die einfach mal auch gewisse Twists hinlegen, die für mich auch absolut nachvollziehbar waren und schauspieltechnisch, vor allem wenn es da mal ein bisschen dramatischer und krasser und auswegsloser zur Sache geht, dann tut das schon ordentlich weh und das haben die alle richtig gut rübergebracht. Die hatten da sichtlich Spaß mit diesen Rollen, wenn man es so nennen kann. Deswegen, schauspieltechnisch haben die alle richtig, richtig gut abgeliefert. Also was Spanien da die letzten Jahre macht, ist sowieso einfach fantastisch und von dem her habe ich da absolut nichts zu meckern. Den Soundtrack fand ich dabei ganz cool, ziemlich low. Da ist es nichts, was irgendwie mega pompös ist und so weiter. Ich meine, es ist quasi ja ein Kammerspiel. Aber das Soundtrack fand ich schön, vor allem Richtung Finale, wenn das alles dann so ein bisschen dramatischer oder sich so zuspitzt oder Leute eine gewisse Opferbereitschaft haben und so, dann passt das schon alles gut. Es ist nichts dabei, was mich irgendwie wahnsinnig umhauen würde oder wo mir krass im Kopf geblieben ist. Aber ich hatte auf jeden Fall noch im Kopf, dass es irgendwie sehr stimmig war. Ja, Der Schacht 2 ist wahrscheinlich ein Film, der nie geplant war, der einfach nur gemacht wurde, weil man wahrscheinlich mit wenig Kohle da sehr viel erreichen kann. Und es ist auch bis zu einem gewissen Grad okay. Trotzdem war ich dann irgendwie ein bisschen enttäuscht, gerade von dem Ende. Weil bis dahin sieht der Film toll aus, der ist spannend. Man sitzt wirklich die ganze Zeit da und denkt sich, oh, was würde ich in der Situation tun? Oder man versucht, irgendwelche Schlupflöcher in diesen Strategien zu finden. Und manche sind super genial, manche sind super krass. Und es gibt immer wieder wirklich Stellen, die gehen durch Mark und Bein, bei denen man sich denkt, oh, ich möchte da niemals drin stecken, aber was würde ich denn tun? Und dieser Ansatz, den zieht der Film genauso wie der erste bei mir voll rein, weil ich immer wieder da saß und mit mir selber gekämpft hatte, was mache ich da, was mache ich in dieser Situation? Ist es Organisieren gut? Ist es eine dumme Idee? Wie sollte man damit umgehen und so? Und das macht der Film genauso wie der erste Teil richtig, richtig stark, vielleicht hier sogar noch mal ein bisschen mehr. Trotzdem muss ich sagen, dass das Ende dann doch irgendwie für mich super enttäuschend war. Das hat richtig, richtig viel kaputt gemacht, weil ich habe einfach auf so ein bisschen mehr Infos gehofft, im Gegensatz zum ersten Teil, oder dass hier irgendwas Neues passiert, ein bisschen mehr Hintergründe, irgendwas, aber da gab es nur einen ganz kleinen Lichtblick und dann war es auch schon und dann lässt einen der Schacht 2 wirklich sehr verwirrt zurück, so ein bisschen wie auch bei Teil 1 und das fand ich dann wirklich sehr, sehr schade, eine sehr große vertane Chance. Deswegen bekommt der Schacht 2 von mir eine 7 von 10, ist immer noch ein ziemlich krasser Film, ein Film, der Spaß macht in dem Sinne, der einen zum Nachdenken bringt und so weiter, aber wenn man den ersten Teil gesehen hat, dann hat man halt quasi auch schon den zweiten Teil gesehen, so 5 Jahre später hat er doch nochmal ordentlich Spaß gemacht, aber hat doch irgendwie auch nicht so den Impact gehabt wie der erste damals. Das war's von meiner Seite aus. Was haltet ihr von der Schacht 2? Schreibt es in die Kommentare. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie der euch gefallen hat oder wie ihr das Ende eigentlich allgemein gefunden habt. Und damit sage ich ciao, bis zum nächsten Mal.